Eigentlich sammeln sie Nektar und Pollen für sich und ihre Brut, angelockt durch Duft und Farben der Blüten. Dabei transportieren sie Pollen einer Blüte auf die Narbe einer artgleichen anderen Blüte und helfen den Pflanzen so bei der Fortpflanzung. Diesen Vorgang nennt man Bestäubung. Und die Transporteure des Pollens Bestäuber. Die ursprünglichste Form ist die Bestäubung durch den Wind. Doch im Laufe der Evolution haben immer mehr Tiere diese Rolle übernommen. Ihre Arbeit ist extrem wichtig. 75% der Nahrungspflanzen, vom Kakao bis zum Kürbis, sind von Bestäubern abhängig. Und wenn man alle blühenden Pflanzen betrachtet, sind es sogar fast 90%. Bienen sind wohl die bekanntesten Bestäuber und weltweit zu finden. Aber auch Fliegen transportieren Pollen. Und sogar Käfer, Motten, Ameisen und Schmetterlinge. In tropischen und subtropischen Regionen helfen auch Vögel. Und Fledermäuse, die mögen Blüten mit stinkendem, schleimigem Nektar. Auf Madagaskar bekommt der Baum der Reisenden Bestäubungshilfe durch Lemuren. Am wichtigsten für die Landwirtschaft weltweit sind aber Insekten. Die domestizierte Honigbiene reicht nicht, um die Bestäubung der Nahrungspflanzen zu sichern. Wildbestäuber sind oft produktiver. So soll bei Apfelblüten eine wilde Mauerbiene etwa die 80-fache Bestäubungsleistung erbringen. Am meisten steigert eine große Artenvielfalt die Erträge. Bei Kaffee zum Beispiel erhöht sich der Fruchtansatz deutlich, wenn verschiedene Bienenarten bestäuben. Nicht aber, wenn die gleiche Zahl nur einer Bienenart bestäubt. Das Problem? Die Insektenvielfalt ist bedroht. Manche Nahrungspflanzen wie Reis oder Weizen kommen zwar ohne Bestäuber klar, viele nährstoffreiche Obst- und Gemüsepflanzen aber nicht. Letztlich kann das zu Ernteverlusten führen und damit die Nahrungsmittelsicherheit gefährden. Weltweit wird immer mehr Land in Ackerland umgewandelt. Das heißt für Insekten, ihre Lebensräume werden beschnitten oder gehen ganz verloren. Konventionelle Landwirtschaft ist oft durch riesige Monokulturen geprägt. Bestäuber finden hier, wenn überhaupt, nur eine begrenzte Auswahl an Blüten vor, für eine ebenso begrenzte Zeit. Zudem macht ihnen der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu schaffen. Wie können die Bestäuber geschützt werden? Die Lebensräume der Insekten müssen bewahrt werden. Zum Beispiel mit Blühstreifen an Äckern oder Untersaaten. Pflanzenschutzmittel müssen reduziert und in manchen Fällen verboten werden. Und wir alle müssen lernen, dass Insekten wichtig sind. Sie sollten mindestens genauso geschützt werden wie imposante oder possierliche Tiere, die leicht die Herzen der Menschen erobern.